Wir wollen doch alle Leichtigkeit in unserem Leben. Aber weißt du was? Leichtigkeit bedeutet nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Nein. Leichtigkeit entsteht, wenn du so bist, wie du wirklich bist. Ohne künstlich zu sein. Ohne künstlich irgendwie etwas darzustellen mit deinem Lächeln. So, es geht uns doch alle gut. Das Wetter ist scheiße. Wir haben Krieg auf der Welt und ich habe Probleme, habe finanzielle Probleme. Meine Güte, aber wie viele Menschen sehe ich mit so einem künstlichen Lachen? So viele Menschen, die sind einfach da, denen geht's schlecht innerlich und sie lachen immer noch. Warum? Warum lachst du, wenn es dir nicht gut geht? Was soll das? Weil das ist einfach unsere Gesellschaft, die man denkt, ja, man darf seine Emotionen nicht zeigen. Man muss, das ist schon ein Beispiel, wenn man Hallo sagt. Hallo, wie geht's? Gut. Eigentlich innerlich geht es einem scheiße, aber es geht einem gut. Und weißt du was? Ich weiß nicht, ob du, achte dich mal, aber ich sehe jedem, sehe ich an, wenn es ihm nicht gut geht. Erstens mal, weil das Lachen künstlich ist. Und das zweite, die Augen verraten alles. Die Augen verraten alles. Da kann jemand noch so lächeln, sich so noch so Mühe geben. Die Augen verraten, wie es demjenigen wirklich geht. Achte dich mal. Weißt du, solche Menschen, die einfach das Gefühl haben, Leichtigkeit sei, indem dass man immer gut drauf ist und alles lächelt und alles super, eben Friede, Freude, Eierkuchen, sind genau die, die alle Emotionen in sich hereinfressen und schlussendlich krank werden. Krebs ist das beste Beispiel. Tut mir leid, wenn ich jetzt mehrere damit triggere, aber wie viel habt ihr eine Fassade aufrecht behalten, obwohl ihr innerlich Verletzungen in euch getragen habt, obwohl ihr, ja, obwohl es eigentlich euch nicht gut gegangen ist, aber gegen außen diese Fassade, dieses, es geht mir gut. Seid doch ehrlich. Klar kann man nicht jedem wildfremden Menschen sagen, dass es einem scheiße geht. Die meisten Menschen können nicht damit umgehen. Aber wenn es ihnen nicht zu lachen zumute ist, dann lach doch nicht. Weißt du, was ich meine? Und deshalb sage ich, Leichtigkeit heißt nicht, dass man künstlich gut drauf ist, sondern so ist, wie man wirklich ist. Das Spirituellste, was du sein kannst, ist, dich selbst zu sein. Das ist einfach ein Fakt. Ja. Weißt du, indem du halt mal einfach die Dinge rauslässt, machst du auch Luft. Ich sage meinen Kunden viel, wenn du Wut in dir trägst, lass es zu, unterdrück sie nicht, schlag auf ein Kissen ein, geh in den Wald, schreie, tanze, mach ein Bild, lass die ganze, das alles raus. Das Grundproblem ist, dass wir Menschen so kontrolliert sind, anstatt alles mal rauszulassen. Viele Menschen, die sprechen monoton. Weißt du, immer so, ja, und dann habe ich das gemacht und dann wieder das und da. Diese konstante, immer gleiche, monotone Ton zeigt viel, dass das Herz so richtig abgekapselt ist, dass die Emotion, das lebt nicht mehr. Das ist keine Lebensfreude, weil Lebensfreude, die lebt, die zeigt sich in die Augen, die, das glitzert, das lebt, das sind Emotionen, das ist Leichtigkeit und nicht einfach ein aufgesetztes Lachen, was eh künstlich ist. Also, deshalb ist es so wichtig, das rauszulassen, weil es befreit. Leichtigkeit aus dem tiefsten Inneren heißt, nicht keine Probleme zu haben. Aber man sieht die Probleme anders an. Man geht anders mit Problemen um. Einfach aus einem ganz anderen Blickwinkel. Probleme sind keine Probleme mehr, sondern es sind Chancen. Chancen, um größer zu werden und dadurch ein noch schöneres Leben zu erhalten. Mein Hund, wie nett.
Ruhe. Weißt du, Probleme haben wir alle. Die verschwinden nicht einfach. Leichtigkeit bedeutet nicht, dass wir nie mehr Probleme haben. Es bedeutet, dass Hunde einem nerven. Nein. Man betrachtet sie einfach anders. Es sind Chancen, daran zu wachsen. Verstehst du? Hör auf, gegen das Leben zu kämpfen. Viel haben wir das Gefühl, das Leben sei ein Kampf und wir kämpfen gegen Probleme an. Wenn du einen dunklen Raum hast, dann kämpfst du auch nicht gegen die Dunkelheit. Nein, du schaust, dass du eine Kerze oder irgendein Licht hast, damit du in den Raum gehen kannst und dann Licht kommt, damit der dunkle Raum, dass du was siehst, dass er lichtdurchflutet ist. Und genauso musst du Probleme anschauen. Kämpf nicht gegen die Probleme. Nimm ein Licht, dann gehen die Probleme. Also ein anderer Blickwinkel, verstehst du? Fokussier dich aufs Gute, dann gehen die Probleme. Klingt jetzt krass, aber viel, wenn wir kämpfen, wollen wir gleich jetzt eine Lösung. Jetzt, sofort. Aber viel ist es noch nicht reif dazu. Deshalb ist es viel wichtig, dass man die Dinge kurz ruhen lässt, sich sammelt und dann meistens lösen sich die Probleme von alleine. Oder man hat dann plötzlich die Idee, ich könnte das machen, Problem gelöst. Weißt du? Deshalb hör auf zu kämpfen, sondern lerne die Wellen zu reiten, indem du lernst, wie das Universum funktioniert, indem du ganz einen anderen Blickwinkel bekommst. Lass deine Emotionen raus. Sag deine Meinung. Setz Grenzen. Sei nicht immer das liebe, nette, lächelnde Menschlein. Nein, Leichtigkeit heißt authentisch sein, heißt sich selbst sein, heißt nicht Friede, Freude, Eierkuchen und keine Probleme mehr. Nein, es heißt zu leben. Zu leben trotz Problemen. Und sie werden immer wie weniger, die Probleme. Weil man ganz anders damit umgeht, in einen anderen Zustand kommt, in einen positiven Zustand, nicht einen künstlichen positiven Zustand, sondern in einen von Herzen her, weißt du, mit offenem Herz, mit offenen Emotionen, dann kommen ganz andere Dinge in deinem Leben. Dann kommen nicht mehr Probleme und wenn, dann sind sie nicht mehr so tragisch. Liebe aus tiefstem Herzen. Liebe und lebe aus tiefstem Herzen, genau so. Ohne Kontrolle. Geize nicht mit deiner Liebe. Geize nicht mit deiner Freude. Lass es raus. Lass es fließen. Das bedeutet Leichtigkeit. Das ist Lebensfreude. Deshalb hör auf, irgendwie künstlich etwas zu erschaffen. Was bringt dir Leichtigkeit, wenn du es nicht fühlst? Bringt doch nichts. Und das Universum ist nicht blöd. Das merkt es eh. Sogar die Menschen im Außen merken, wenn es eine künstliche Leichtigkeit ist. Eben die Augen verraten alles. Ja. Möchtest du diese natürliche Leichtigkeit auch? Möchtest du wissen, wie du das am besten anstellst? Dann komm doch in meine kostenlose Facebook-Gruppe. Ich verlinke das hier unten dran, weil in dieser Facebook-Gruppe gebe ich tagtäglich so viel Mehrwert, genau über solche Themen. Deshalb komm gerne in unsere Gruppe und ja, schaff dir das Leben, das du wirklich willst. Eine Leichtigkeit aus tiefstem Herzen und nicht künstlich erzeugt. Hey, ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir alles, alles Liebe auf deinem Weg. Deine Sandy.